Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir ein Q&A, also ein Fragen- und Antworten-Video. Ihr habt mir zahlreich Fragen geschickt auf Instagram und auch auf YouTube und ich dachte, ich beantworte die einfach mal und wir setzen uns einfach relativ gemütlich hin und quatschen einfach so ein bisschen. Das ist auch der Anlass, wo ich mich bedanken möchte für eure Anteilnahme und eure gute Besserungswünsche. Also Wahnsinn, was da für eine Rückmeldung von euch gekommen ist. Ich bin euch wirklich unheimlich dankbar und ich kann so ein bisschen Entwarnung geben. Also das Schlimmste an schlimmsten Theorien, Diagnosen, die im Raum standen, ist es nicht. Und das ist wie so ein Stein, der mir vom Herzen fällt. Also ich bin wahnsinnig erleichtert. Und was es jetzt genau ist, was mit meiner Gesundheit da aktuell los ist, das wird jetzt noch weiter erforscht. Es stehen nach wie vor noch so ein paar Ergebnisse aus. Aber das ganz, ganz große böse Wort, das ist weg vom Tisch. Ja, und ich möchte mich einfach nochmal bedanken bei euch, ja, für die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe. Und dass ihr so an mich gedacht habt und dass alle so fleißig die Daumen gedrückt haben. Es hat geholfen. Und ja, deswegen bin ich jetzt um einiges leichter. Ich fühle mich viel, viel besser wie vor noch einer Woche. Und deswegen, wie gesagt, dachte ich, wir starten jetzt erstmal relativ gemütlich in dieses YouTube-Game mit Fragen. Ich habe mir die Fragen, die ihr mir gestellt habt, eigentlich noch gar nicht so richtig angeguckt. Deswegen habe ich die jetzt auch nicht irgendwie geordnet nach irgendwelchen Thematiken. Also ja, es ist total wild jetzt hier, das Video. Einfach, weil ich dachte, ich antworte im besten Fall einfach so ein bisschen spontan drauf und mache mir davor nicht irgendwie groß einen Plan, Notizen und was weiß der Geier nicht alles, sondern ich dachte, wir machen das einfach, wie gesagt, so ein bisschen spontaner. Ich finde spontane Antworten eigentlich immer die besten Antworten und deswegen, ja, machen wir das jetzt so und ja, ich würde sagen, wir legen los. Also ihr hattet drei Möglichkeiten, mir Fragen zu stellen. Einmal anonym, einmal auf Bookstagram und einmal auf Booktube und ich würde mal sagen, wir fangen an mit den Fragen, die mich über Instagram erreicht haben. Die erste Frage ist dein Currently Reading und ich lese aktuell den dritten Band von The Darkest Gold, Die Geliebte. Ich blende es euch hier mal ein und ja, das mag ich eigentlich aktuell ganz gern. Ich bin aber wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang, so die ersten 100 Seiten, glaube ich, habe ich gelesen und ja, ich finde es bisher, wie gesagt, nach wie vor nicht schlecht. Ich finde allgemein die Reihe ja nicht schlecht. Aber so ganz dem Hype verfallen wie viele andere bin ich eben auch noch nicht. Deswegen schauen wir mal, was jetzt da noch kommt. Ich habe von sehr vielen gehört, dass der dritte Band wirklich phänomenal sein soll. Und ich hoffe, das wird es auch sein. Dann die nächsten zwei Fragen in einem. Und zwar, wo liest du am liebsten und hast du einen Adventskalender? Ich lese tatsächlich am liebsten auf meinem Sofa. Im Bett lesen kann ich zum Beispiel gar nicht, weil da schlafe ich ein. Also gefühlt, mein Bett ist so schlafen. Also ich sitze im Bett, außer jetzt hier zum Videodrehen, da ist das nochmal was anderes. Aber ansonsten, wenn ich mich hier hinsetze zum Lesen, also wenn ich da 10 Seiten schaffe, dann bin ich gut. Weil im Regelfall, wie gesagt, schlafe ich da so schnell ein. Und deswegen lese ich hauptsächlich im Wohnzimmer auf dem Sofa. Am besten dann noch mit ja, meinen Katzen mit dabei. Und da liege ich dann oder sitze dann einfach und wechsle 100-mal die Position. Aber da lese ich tatsächlich am liebsten. Und ob ich einen Adventskalender habe? Jein. Also ich habe mir selbst keinen gekauft. Ich habe mir eigentlich auch noch nie wirklich einen gekauft. Zumindest die letzten 4, 5 Jahre nicht. Früher habe ich mir immer Beauty-Adventskalender gekauft tatsächlich. Mittlerweile, ja, kaufe ich mir keinen mehr. Aber meine Eltern wissen ganz genau, dass sie mir einen zu schenken haben. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass ich einen geschenkt bekomme, und zwar einen mit Schokolade, weil ich meine, wer isst nicht gerne jeden Tag 24 Tage lang Schokolade? Ich freue mich drauf. Also ich weiß nicht, was für einen Adventskalender ich da kriege genau, aber auf jeden Fall einen mit Schokolade. Die nächste Frage ist, wie hat sich dein Lesevergnügen penetrant die Jahre verändert?
Ja, das ist eine interessante Frage. Das penetrant, das Wort stört mich irgendwie da so ein bisschen in der Frage drin. Ich weiß gerade nicht. Ja, penetrant, wie hat sich mein Lesevergnügen penetrant in den Jahren verändert? Ich habe keine Ahnung. Also, ich muss sagen, ich lese weniger, seitdem ich blogge. Das ist einfach dem geschuldet, dass man halt einfach auch sehr viel Zeit, die man sonst halt hat, also die Freizeit, die man hat, habe ich sonst halt, bevor ich mit YouTube, Instagram etc. pp. Angefangen habe, zum Lesen genutzt. Jetzt geht halt die Freizeit auch dafür drauf, in Anführungsstrichen, dass man halt eben auch Content erstellt. Und somit ist es natürlich so ein bisschen weniger geworden, dass man allgemein so ein bisschen weniger Zeit hat und vielleicht auch ein bisschen mehr Druck hat, durch zum Beispiel Rezensionsexemplare oder sowas. Aber ich versuche mich da immer meistens nicht so stressen zu lassen, weil ich mir denke, ach naja, ja, also ich bin da immer meistens relativ entspannt. Aber mein Lesevergnügen, ja, also ich muss sagen, es ist halt trotzdem so, dass es mich, dass vieles mich nicht mehr so überraschen kann. Also oftmals ist es halt wirklich so, ich schlage mittlerweile ein Buch auf, lese die ersten 50 bis 100 Seiten und weiß eigentlich dann schon, wie das Buch endet. Und es gibt sehr, sehr wenig Bücher, die es wirklich noch schaffen, mich zu überraschen, wo das dann nicht irgendwie schon insgeheim mir klar ist, worauf wir zusteuern. Ich finde es nicht unbedingt schlimm zu wissen, wie ein Buch ausgeht, aber es muss halt trotzdem, auch wenn ich weiß, wie es ausgeht, so ein paar Sachen dann haben, die trotzdem schön sind. Also ob das jetzt tolle Charaktere sind, ob das ein tolles Setting ist, ob das ein paar Plot-Twists dann trotzdem noch sind. Es muss halt irgendwie was haben und ja, das Lesevergnügen, ob sich das jetzt wirklich so penetrant verändert hat, ich glaube gar nicht so sehr. Ich habe immer noch super viel Spaß beim Lesen. Es ist aber halt einfach so, dass man nicht mehr so viele Highlights hat, zumindest ich nicht. Und das ist natürlich schon schade. Die nächste Frage ist, wie sieht deine Familie aus? Und ich rede jetzt mal über die Familie, die hier ist, die in meiner Nähe ist. Und das sind zum einen meine Eltern, die nicht weit weg wohnen, und die Großeltern. Und zwar sind das die Eltern von meinem Papa. Die Eltern von meiner Mama sind leider schon verstorben. Und auch meine Tante ist schon verstorben von mütterlicherseits. Und mit der Verwandtschaft von meinem Papa, also außerhalb von meinen Großeltern, da habe ich eigentlich nicht so den Kontakt. Und das muss jetzt auch nicht zwangsweise so sein. Verwandtschaft sucht man sich immer nicht aus. Ich habe nichts gegen irgendwie meine Verwandtschaft, aber da ist einfach der Draht nicht da. Also es besteht wirklich hauptsächlich meine Familie aus meinen Eltern, meinen Papa und meiner Mama, meiner Oma und meinem Opa und meinen zwei Katern, Jamie und Weasley. Und die würde ich jetzt zu meiner Familie zählen. Und halt eben auch meine engsten Freunde, die gehören irgendwie auch mit zur Familie. Und ja, ich bin sehr, sehr happy. Ich finde meine Familie doch echt toll und ich mag unseren Zusammenhalt. Es gibt natürlich wie in jeder Familie auch immer so ein paar Knackpunkte, so ein paar Streitpunkte. Aber ich denke, das hat man immer und es gibt immer bessere Phasen und es gibt immer schlechtere Phasen in so einer Familie. Aber ich bin wirklich total happy, wenn ich so 10, 15 Jahre zurückdenke. Da war das Puppertier Leonie ganz schön böse zu ihren Eltern. Und ich bin echt froh, dass meine Eltern und ich mittlerweile so ein gutes Verhältnis haben. Und ja, das ist schon schön, eine Familie zu haben und zu wissen, dass die auch in der Nähe sind und man immer irgendwie so einen Rückhalt hat. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung neben dem Lesen? Tatsächlich bin ich sehr gerne kreativ. Also ich bastel unheimlich gerne, ich male gerne, ich erstelle einfach unheimlich gerne Dinge. Etwas, was man dann anfassen kann im besten Fall. Dass ich irgendwie sehen kann, okay, ich habe jetzt so und so viel Zeit in irgendwas investiert und dann habe ich so ein fertiges Produkt beispielsweise. Das mache ich total gerne. Tatsächlich bin ich halt auch echt so ein kleiner Schmierteufel, was so Kosmetik angeht. Also das ist auch so ein Ding. Ich liebe, liebe, liebe Kosmetik. Ich bin da einfach schon seit Jahren, also das mache ich, glaube ich,
schon die komplette Jugend hindurch. Also ich hatte so viel Kosmetik, so viele Lidschatten, so viele Lippenstifte und ich habe immer noch unheimlich viel, aber bei weitem nicht mehr so viel, wie ich mal hatte. Und ich liebe das. Schminken, Make-up ist für mich einfach, mich jeden Tag neu erfinden zu können irgendwie, jeden Tag anders ausschauen zu können, wenn ich das möchte. Und also das sind schon so zwei Punkte, also dieses Basteln, dieses Herstellen von Dingen und halt eben Make-up, Kosmetik, das sind schon zwei sehr coole Dinge, die ich auch wirklich in meiner Freizeit gerne mache. Und ansonsten bin ich eigentlich relativ planlos. Also ich könnte jetzt noch sagen, Freunde treffen. Aber Freunde treffen ist halt so grundsätzlich eine soziale Interaktion, die, glaube ich, jeder irgendwie gerne tut. Und deswegen würde ich das jetzt hier nicht mit aufnehmen. Lesepläne 2024. Boah, keine Ahnung. Ich habe mir da tatsächlich noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Das möchte ich jetzt tatsächlich im Dezember tun. Also, dass ich mich mal wirklich konsequent damit beschäftige, okay, was sind die Ziele, was sind die Pläne? Ich persönlich bin ja ein Mensch, ich liebe Listen. Ich liebe Listen, ich liebe Statistiken, ich stehe da ja total drauf. Das ist so voll mein, das ist so voll mein Ding. Ich liebe das wirklich. Ich habe für alles gefühlt eine Liste. Die Listen zu führen macht mir auch unheimlich viel Spaß, mich an die Listen zu halten, ist immer so das Problem. Und deswegen habe ich mir wirklich aktuell noch nicht so einen ganz genauen Plan überlegt. Ich weiß nur, dass ich von der Anzahl an Büchern tatsächlich so ein bisschen runtergehen möchte. So vom Ziel her, also so von der Anzahl her. Ansonsten habe ich mir darüber tatsächlich noch nicht so viel Gedanken gemacht. Also bezüglich Reihen beenden, Seitenzahl, englische Bücher, irgendwelche Challenges. Also da habe ich mich noch überhaupt nicht mit beschäftigt. Das werde ich aber auf jeden Fall noch tun. Und vielleicht nehme ich euch da auch irgendwie mit. Ich weiß noch nicht wie, aber vielleicht. Welche älteren Reihen willst du noch lesen? Ja, es gibt schon sehr viele ältere Reihen, auch in meinem Regal tatsächlich. Eine Reihe, die ich auf jeden Fall lesen möchte, ist diese Reckless-Reihe von Cornelia Funke, glaube ich, ist die geschrieben. Die würde ich tatsächlich sehr gerne lesen. Einfach, weil die jetzt schon so lange hier steht. Das ist wirklich so eine Reihe, die schleppe ich auch schon gefühlt seit Ewigkeiten und drei Tagen mit mir rum. Und die will ich eigentlich schon lesen, weil Cornelia Funke einfach auch so eine tolle Autorin ist, die ich super, super interessant finde und spannend finde. Und ansonsten so von den älteren Reihen, also so richtig alt, habe ich, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr wenig im Regal stehen, wenn ich ehrlich bin. Also da ist nicht mehr so viel dabei, wenn wir jetzt im New Adult Bereich uns das mal bewegen, so, da ist, glaube ich, die älteste Reihe mitunter die Ivy Year Reihe, The Ivy Years, glaube ich, heißt das, von Serena Bone. Also die würde ich schon auch gerne noch lesen tatsächlich, aber sonst habe ich gar nicht mehr so viele alte Buchreihen in meinem Regal stehen, wo ich sage, boah, ja, also darauf fieber ich total hin und die will ich sofort und am besten gestern schon gelesen haben. Die nächste Frage: Wie lange machst du das Bloggen schon? Was sagen deine Familie und Freunde? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann nicht so ein genaues Datum sagen, aber ich blogge seit 2015, 2016. Dann habe ich das auch ein paar Jahre gemacht, aber eher so sporadisch. Und seit 2020 mache ich es jetzt wirklich regelmäßig und schon konstant. Instagram ist immer so ein Ding, das lasse ich dann doch immer mal wieder gerne schleifen. YouTube versuche ich schon weitestgehend regelmäßig zu machen. Also klar, da sind dann auch mal Monate dabei, wo ich nicht so viele Videos hochlade oder mal einen Monat dabei, wo ich gar kein Video hochlade, weil einfach YouTube ein Hobby ist und nicht mein Job ist und das muss halt irgendwie, irgendwo muss man halt Abstriche machen, wenn halt einfach die Prioritäten anders sind. Was meine Familie und meine Freunde dazu sagen, also von meinen Freunden her, früher, also 2016, habe ich das tatsächlich niemandem erzählt groß, einfach weil ich das total unangenehm fand, dass die dann am Ende auf meinen Kanal, auf meinen YouTube-Kanal gehen können, diese Videos sich anschauen können und dann sehen, wie ich rede und über was ich da rede und was ich da lese und so. Da hatte ich irgendwie noch voll die Macke, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, dann lästern die alle über mich in der Schule oder in meiner Ausbildung und so. Damals war ich in der Ausbildung. Also
Ja, das war auf jeden Fall komisch. Also irgendwie hatte ich da so ein bisschen Komplexe. Mittlerweile weiß das eigentlich so gut wie jeder in meinem Freundeskreis. Ich bin darauf sehr stolz mittlerweile. Ich posaune es jetzt nicht raus, dass ich das mache. Aber wenn mich jemand fragt, was ich so gerne in meiner Freizeit mache, dann sage ich, ich mache YouTube-Videos über Bücher. Und das freut mich dann auch immer, wenn dann kommt, echt, ja, echt cool. Und dann denke ich mir jedes Mal nur so, ja, finde ich auch cool. Und ich mache es super gerne und ich schäme mich da auch nicht. Und deswegen wissen es eigentlich so gut wie all meine Freunde. Und meine Familie weiß es logischerweise auch. Meine Eltern gucken meine Videos nicht, auch meine Großeltern gucken meine Videos nicht. Aber sie wissen, dass ich das tue und sie wissen, dass ich daran auch sehr viel Zeit investiere und so weiter. Und sie wissen dann auch immer, wenn ich sage, so, also bitte jetzt mal nicht klingeln, nicht anrufen, nicht, ne? Ich bin jetzt mal Video drehen, dann wissen die auch Bescheid. Und ich weiß gar nicht, ob meine Eltern in dem Bezug irgendwie stolz auf mich sind oder so. Aber ich glaube, sie finden es ganz cool, dass ich etwas gefunden habe, was mir wirklich Spaß macht. Also wo ich einfach auch drin aufgehe und so. Und nachdem ich eben auch schon so ein paar Booktuber ja auch besucht haben, zum Beispiel die Tanja und Tanja auch meine Familie kennengelernt hat, das ist halt einfach nochmal was anderes, weil das jetzt nicht nur dieses virtuelle Ding ist, dass ich mich jetzt hier hinsetze und Videos drehe, sondern dass das halt eben jetzt auch mein Privatleben, mein Real Life beeinflusst, weil ich hier wirklich Freundschaften gefunden habe und Menschen gefunden habe, die ich auf gar keinen Fall mehr missen möchte. Und das ist natürlich auch etwas, was meine Eltern auf jeden Fall ziemlich cool finden, weil sie am Anfang das vielleicht auch alles noch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben und sich gedacht haben, ach naja, mal gucken, wie lange sie das macht. Und jetzt ist da faktisch irgendwie so ein großes Ding draus geworden. Und ja, also ich bin mittlerweile sehr, sehr stolz darauf, einfach weil ich einfach so viele Abonnenten mittlerweile habe und ich finde es einfach toll, dass mir Leute dabei zusehen und zuhören, was ich da so mache und was ich da so lese und dass man da diesen Austausch hat und dass ich hier Freunde kennengelernt habe und dass ich einfach Teil von so einer Community sein darf. Und deswegen, ja, finde ich es einfach toll, wenn es Leute wissen, die mich mögen und die dann auch sagen, hey, finde ich toll. Und ja, meine Eltern und meine Freunde finden es auch echt gut, was ich hier mache. Dass du gerne Serien schaust, wissen wir. Aber welche Filme sind deine Lieblinge? ja, super schwierig. Tatsächlich gucke ich sehr viel lieber Serien. Einfach, weil ich das Gefühl habe, da kann ich viel länger gucken, als wenn ich nur den Film gucke. Deswegen sind meine Lieblingsfilme tatsächlich auch nicht nur einzelne Filme, sondern meistens halt irgendwie solche Reihen auch wieder. Einfach weil, wie gesagt, so ein einzelner Film ist mir meistens dann doch irgendwie zu kurz. Deswegen kann ich jetzt so die üblichen Verdächtigen nennen tatsächlich. Harry Potter zum Beispiel schaue ich unheimlich gern. Also mindestens zweimal im Jahr. Genauso wie Herr der Ringe und der Hobbit. Ich liebe, liebe, liebe es. Und ja, Catching Fire, Tribute von Panem, The Hunger Games, also das auch, Mockingjay, also das ist halt auch mega geil. Ansonsten filmetechnisch, ich mag alles, wo Heath Ledger mit drin ist, einfach weil ich Heath Ledger total toll finde. Das gleiche gilt in etwa für Brad Pitt, das sind so meine liebsten Schauspieler, deswegen da gucke ich sehr gerne mal Filme. Zum Beispiel Vertrauter Feind ist zum Beispiel so ein Film, den ich super, super gerne mag. Oder 10 Dinge, die ich an dir hasse. Das ist so, so klassisch. Ich liebe das irgendwie sehr. Und ab und zu darf es dann natürlich auch mal ja, ein Liebesfilm sein. Da mag ich tatsächlich die Verfilmungen von Nicholas Sparks sehr, sehr gern. Und das ist wirklich so ein... also wenn man heulen will, dann guckt man sowas. Genauso wie Marley und ich und so, das sind so diese Schnulzenfilme, da kann ich mich auch dafür begeistern, aber gefühlt nur alle 3 Jahre einmal. Und ansonsten liebe ich Kinderfilme. Also ich gucke unheimlich gerne Kinderfilme. Sei es jetzt Disney oder sei es das letzte Einhorn, alles irgendwie, was so animiert ist. Klasse, liebe ich einfach. Welche Schwächen und welche Stärken hast du? Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, was Technik betrifft. Ich hasse Technik. Ich hasse Computer, ich hasse Laptops, ich hasse Speicherkarten, ich hasse Drucker.
Ich habe da keine Geduld und wenn das alles nicht sofort funktioniert, würde ich es am liebsten packen und gegen die Wand schmeißen. Das ist eine super große Schwäche von mir, dass ich dann total schnell richtig aggressiv gegen diese Geräte werde. Ja? Also wenn da irgendwas nicht funktioniert, oh, ich würde es am liebsten zerlegen. Und ansonsten bin ich auch oftmals sehr unsicher, was so menschliche Interaktionen angeht. Ich bin vielleicht so nach außen, vielleicht ein sehr selbstbewusster Typ und ich würde auch sagen, ich bin selbstbewusst, aber wenn es um fremde Menschen kennenlernen geht, da bin ich schon sehr unsicher. Da bin ich sehr in mir gefangen, ich bin da sehr introvertiert am Anfang. Also das ist auch eine Schwäche von mir, dass ich da nicht am Anfang so ein bisschen raus aus mir kann. Da bin ich so ein bisschen gehemmt. Und ansonsten ist eine Schwäche von mir mein Perfektionismus. Ich muss immer alles besser machen und noch besser machen und am besten besser machen als alle anderen. Ich weiß nicht, woher das kommt und wenn es dann nicht meinen Ansprüchen genügt, dann muss ich es nochmal machen und nochmal machen. Also das ist super, super anstrengend, aber gleichzeitig ist das meiner Meinung nach auch eine Stärke, weil ich schon sehr ehrgeizig bin und immer versuche, mein Bestes zu geben. Eine weitere Stärke ist, glaube ich, dass ich sehr ehrlich bin und dass man sich auf mich verlassen kann. Also das denke ich schon und ja, ich denke, mehr wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, was ich da jetzt noch nennen soll. Ich finde es immer super schwierig, über seine eigenen Stärken und Schwächen irgendwie zu reden. Ich glaube tatsächlich, dass jemand, der mich gut kennen würde, eine gute Freundin oder meine Eltern oder irgendjemand, der mir halt sehr nahe steht, ich glaube, der könnte diese Frage wesentlich besser beantworten und vielleicht auch noch konkreter und ehrlicher beantworten wie ich selbst. Auf was legst du in Freundschaften viel Wert, beziehungsweise was ist das Wichtigste in einer Freundschaft? Ja, Vertrauen. Definitiv Vertrauen, Loyalität, Ehrlichkeit, Kommunikation. Aber das Fundament von einer gesunden Freundschaft ist Respekt und Vertrauen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann funktioniert die Freundschaft auf lange Sicht meiner Meinung nach auch nicht. Wovor hast du am meisten Angst? Ich glaube, ich habe am meisten Angst vor Verlusten. Ich habe wahnsinnige Angst, Menschen zu verlieren. Und ich glaube, das ist so die größte Angst, die mich so begleitet. Der Tod, Verluste. Das ist wirklich etwas, was mir Angst macht, wovor, glaube ich, auch jeder ein Stück weit Angst hat. Aber man sollte sich von dieser Angst natürlich irgendwie nicht kontrollieren lassen und sein Leben so beeinflussen lassen, so alltäglich. Aber das ist wirklich so die größte Angst, die ich habe, ne? Menschen zu verlieren, die ich liebe. Und ich glaube, das ist auch eines der schlimmsten Dinge, die so jeder von uns erleben muss. Menschen zu verlieren, die man liebt. Was hat sich seit BookTube verändert an deinem Leseverhalten, deiner Person etc.? An meinem Leseverhalten würde ich sagen, gar nicht so viel, weil ich immer noch so ziemlich dieselben Genres bediene wie vorher eben auch. Ich lese weniger wie vorher, das auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, mein Leseverhalten hat sich eigentlich gar nicht so sehr verändert. Einfach weil ich noch ziemlich dasselbe lese wie vor BookTube. Was sich an meiner Person verändert hat, ich glaube, ich bin so ein bisschen selbstsicherer geworden, auch so vom Sprechen her, so wie ich mich gebe, dass ich irgendwie mich nicht mehr verstelle vor der Kamera. Ich glaube, das war 2016 noch eine ganz andere Nummer, da war ich schon so ein bisschen steif und hatte so ein bisschen einen Stock im Arsch, sagt man ja so, ne? Und mittlerweile habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich mich irgendeiner Art und Weise verbiegen muss, sondern dass ich einfach mich hier hinsetzen kann und einfach so frei Schnauze mit euch reden kann und einfach in die Kamera quatschen kann und ich einfach ich sein kann. Und das hat mir unheimlich viel Selbstwert gegeben, einfach, dass ihr meine Videos guckt, weil ich ich bin. Und das ist cool, das ist cool, das ist schön und ich glaube, dass das einfach etwas ist, was ich da auch gelernt habe, einfach so ein bisschen mehr mir selbst zu vertrauen und so ein bisschen stolz zu sein auf das, was ich mache. Wenn du BookTube nicht mehr machen würdest, was würdest du am meisten vermissen? Also tatsächlich nicht das Videodrehen an sich. Ich glaube, das ist etwas, was ich gar nicht so sehr vermissen würde.
Ich glaube, ich würde den Austausch vermissen, ich würde die Community vermissen, ich würde meine Booktube-Kollegen vermissen. Es würde halt ein riesiger Teil meiner Freizeit fehlen, weil meine Freizeit geht halt fürs Lesen drauf und für Booktube drauf ja, also da würde unheimlich viel fehlen dann. Weil, also das ist, also YouTube und das Bloggen allgemein, das nimmt mittlerweile doch einen sehr großen Teil meines Lebens ein. Und das jetzt irgendwie komplett zu canceln und dass das kein Teil mehr meines Lebens wäre, das wäre schon irgendwie ziemlich krass. So, dann sind wir jetzt bei den Fragen angekommen, die ich anonym gestellt bekommen habe. Und da ist einmal die Frage, wie alt bist du? Ja, ich bin Ende 20. Was glaubst du, wie deine Freunde dich beschreiben würden? Am besten, wir fragen da mal meine Freunde. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie würden mich als sehr analytisch und logisch beschreiben, als sehr ehrlich, sehr verpeilt, sehr humorlos. Also nein, ich habe schon Humor, aber ich habe einen sehr komischen Humor. Ja, also keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde über sich selber sowas, es ist immer schwierig. Ich glaube, wenn wir Tanja fragen würden, könnte Tanja mich wesentlich besser beschreiben, wie ich mich selbst. Wie groß bist du? 1,64 m, 65, 66, irgendwie sowas. Deine Meinung zum Sternensand Verlag? Ich finde den Verlag super spannend. Ich würde unheimlich gerne mehr Bücher aus dem Verlag lesen. Ich finde da so viele Bücher so unglaublich ansprechend. Und ich kann mir vorstellen, dass da in den nächsten Jahren definitiv sehr viel mehr Bücher noch aus dem Verlag bei mir einziehen werden. Ist das deine natürliche Haarfarbe? Nein, ich bin normalerweise Straßenköterblond. Zumindest glaube ich, dass ich das bin. Ich habe meine Haarfarbe schon sehr lange nicht mehr gesehen. Was schreckt dich beim Daten ab? Ungepflegte Hände. Was machst du beruflich? Ich bin gelernte Erzieherin. Meinung zu Männern, die sich schminken. Manche Männer können sich besser schminken wie ich. Also, und los. Also, ich habe damit überhaupt kein Thema, ne? Also, ganz ehrlich, Schminke ist für jeden da. Und dann kommen wir jetzt auch noch zu den YouTube-Fragen. Und zwar, was hat dich heute glücklich gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe heute sehr geiles Essen gekocht. Das war schon echt richtig geil. Ansonsten hat mich heute glücklich gemacht, dass es mir heute gut geht. Mir geht es heute gut und es ist super schön gemütlich in meinem Wohnzimmer. Und ich freue mich da jetzt drauf, mich dann nach dem Video mich da in mein Wohnzimmer setzen zu können und einen Kaffee zu trinken. Und ja, also ich bin sehr glücklich über allgemein den Zustand momentan, dass es mir gut geht und dass es meiner Familie soweit gut geht. Und ja, welche Serien kannst du empfehlen, außer Outlander? ja, also Game of Thrones ganz vorne mit dabei, grandios, grandiose Serie. Ich mag auch The Walking Dead, auch wenn das gegen Ende hin schon wild wurde, aber auch das, ich mag es einfach. The Vikings, genau dasselbe, auch ganz, ganz große Liebe. The Last Kingdom, auch ganz, ganz, ganz toll. The Tudors mag ich auch super gerne. Vampire Diaries, ganz klar. Dazu dann natürlich auch The Originals, auch ganz klar. Ja, es gibt so viele Serien, die ich geguckt habe. Dann gibt es noch eine Serie, ich glaube, die gibt es auf Netflix. Anne with an E, glaube ich. Und das ist auch eine ganz herzzerreißende Serie. Ganz, 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 ganz toll. Es gibt allgemein sehr vieles, was ich mag. The Witcher würde ich jetzt auch gerne nennen, aber bevor ich da nicht die nächste Staffel gesehen habe, erlaube ich mir da aktuell noch kein Urteil. Aber ja, alles, was so ein bisschen Action, so ein bisschen historisch ist, irgendwie so ein bisschen mittelaltermäßig ist, finde ich ganz, ganz toll. House of the Dragons ist auch so ein Beispiel, feiere ich auch total. The Rookie ist auch ganz toll. Also, ich gucke sehr viele Serien und ich gucke sehr viele Serien sehr oft und immer wieder. Und ja, also,
Serien sind voll mein Ding neben Büchern. Was sagst du zu dem Farbschnittdrama von Fourth Wing, Iron Flame? Also ich habe das ja so mitbekommen, dass Fourth Wing ja dann total teuer verkloppt wurde und dass die ganzen Leute da irgendwie die Bücher nicht gekriegt haben mit Farbschnitt, obwohl sie vorbestellt hatten und pipapo. Ist natürlich scheiße gelaufen, also was soll ich dazu sagen? Dass dann natürlich dann solche Preise von 200 € plus aufgerufen werden, ist natürlich dann auch richtig happig, keine Ahnung. Manche Leute haben vielleicht das Geld, manche Leute finden es auch nicht schlimm, so viel Geld dafür auszugeben. Ich weiß es nicht, ich würde es nicht ausgeben. Ich finde es ganz cool, dass sie jetzt zu Iron Flame diese zwei verschiedenen Ausgaben gemacht haben und sagen, okay, sie machen jetzt eine normale Ausgabe für 28 € ohne Farbschnitt und sie machen eine Ausgabe für 32 € mit Farbschnitt und die wird es auch dauerhaft geben. Und ich finde es auch gut, dass jetzt Fourth Wing auch nochmal aufgelegt wird mit Farbschnitt ebenfalls zum 1. Dezember meines Wissens nach, dass im Endeffekt jetzt jeder, der ein Buch mit Farbschnitt haben möchte, auch ein Buch mit Farbschnitt bekommt. Welche Musik hörst du? Ich höre hauptsächlich Rock und Metal. Hast du Tattoos und wenn ja, welche? Nein, ich habe keine Tattoos. Welche Produkte benutzt du für deine Haare? Shampoo, Spülung, ab und zu ein Haaröl und eigentlich war es das. Aber ich kann euch da jetzt keine besonderen Produkte nennen. Ich benutze das, was da ist. Also meistens kaufe ich tatsächlich irgendwas, was im Angebot ist. Oder ich habe jetzt aktuell Schaumer. Ich weiß nicht. Ich benutze halt einfach irgendwas, was halt gerade irgendwie im Angebot ist, was günstig ist. Ich benutze auch oft Balea. Und ja, also ich benutze da irgendwie nicht super irgendwas Spezielles für meine Haare. Also mit Haaren bin ich halt wirklich so, da kenne ich mich nicht aus. Ich bin auch echt kein Typ für Frisuren und so. Ich kann offen und ich kann dutt. Mehr kann ich nicht. Für immer nur noch Hörbücher oder Bücher? Tatsächlich bin ich aktuell in der Phase. Ich habe es euch ja erzählt, dass ich Anfang des Jahres im Krankenhaus war wegen einem Schwindel. Und der ist ja aktuell noch nicht so richtig ausdiagnostiziert. Man weiß ja immer noch nicht, woher der kommt. Und seitdem kann ich nicht mehr so gut lesen tatsächlich. Und deswegen würde ich mich aktuell für Hörbücher entscheiden, weil das geht natürlich immer. Wenn dir das zu privat ist, dann ist das natürlich auch okay. Aber wie geht es deiner Oma aktuell und damit zusammenhängend, wie geht es dir damit? Also als Erklärung, meine Oma hat Alzheimer und meiner Oma geht soweit ganz gut. Wir haben natürlich so unsere Problemchen im Alltag, das ist ganz normal. Denke ich zumindest. Ich meine, ich stecke jetzt auch das erste Mal in so einer Situation. Mir geht's okay damit. Es ist sehr viel Verantwortung, es ist sehr viel Stress, es ist auch sehr viel Druck, was da auf allen lastet. Nicht nur auf mir, sondern halt auch auf meinen Eltern. Auch mein Großvater ist ja auch gesundheitlich nicht mehr ganz so fit. Und es ist halt, wie gesagt, so, dass man sich halt dann um seine Familie kümmert. Und ich sehe mich da schon so in der Verantwortung, das auch irgendwie zu tun, weil meine Oma sich natürlich auch um mich gekümmert hat, als ich ein Kind war. Aber es ist natürlich nicht einfach. Also da dann irgendwie zu gucken, wer kocht das Mittagessen, wer bringt es rüber, wie funktioniert es mit den Tablettengaben und so weiter und so fort. Also es ist halt jeden Tag irgendwie eine neue Herausforderung. Mir geht es soweit eigentlich damit relativ gut, solange ich mich nicht total doll mit dem Thema auseinandersetze. Wenn ich darüber mir wirklich Gedanken mache, was das alles noch bedeuten wird und wie das alles dann noch weitergehen wird, umso schlimmer es wird, dann habe ich davor panische Angst. Und ich versuche mich aber von dieser Angst nicht lähmen zu lassen oder einnehmen zu lassen, sondern ich kann an dieser Sache ja sowieso nichts ändern. Ich kann an dieser Krankheit nichts ändern. Ich kann meine Oma nicht gesund zaubern. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich würde, aber ich kann es nicht. Und deswegen müssen wir jetzt alle mit dieser Situation umgehen. Und mein Papa sagt immer, es wird nicht besser, es wird schlimmer und du musst damit umgehen. Und ich muss eigentlich im Grunde genommen gar nichts, aber es ist meine Oma und deswegen versuche ich, das Beste aus der Situation zu machen, so viele schöne Momente zu sammeln, die gehen. Und am meisten Angst habe ich, wie gesagt, vor dem Tag, wo sie mich nicht erkennt. Und der ist jetzt zum Glück noch nicht da und ich hoffe, dass der noch ganz, ganz weit entfernt ist. Also ich hoffe es wirklich sehr. Was machst du beruflich und wie lebst du? Wohnung, Haus, allein mit Familie etc. pp.
Also, was ich arbeite, habe ich ja schon beantwortet und ich lebe alleine mit meinen zwei Katern in einer schnuckeligen Wohnung. Auf welche Neuerscheinungen freust du dich 2024 am meisten? Um ehrlich zu sein, habe ich mich noch nicht mit den Neuerscheinungen 2024 beschäftigt. Das werde ich auf jeden Fall tun und wenn die Zeit reif ist, dann wird es dazu auf jeden Fall ein Video geben. Wenn du auf Lallybroch leben würdest, welchen Beruf würdest du nachgehen? Welche Arbeiten würdest du zu Jamies Zeit verrichten? Also eine Outlander-Frage, also genau die richtige Frage für mich, gell? Was würde ich tun? Also entweder ich wäre tatsächlich jemand wie Claire, der gerne so Kräuter sammelt und Pflanzen anguckt und so. Sowas finde ich tatsächlich nämlich super spannend. So diese heilenden Kräfte aus der Natur, das finde ich super interessant. Aber ich glaube, ich wäre so ein Stallbursche. Ein Stallmadel. Ich weiß nicht, wie sagt man? Gab es das früher überhaupt? Frauen, die im Stall mitgearbeitet haben? Ich glaube, das wäre so das Ding, ne? Ich würde so die Ställe ausmisten und wäre so für die Pferde und für die Kühe und für die Schafe. Ich glaube, das wäre voll mein Ding. So Milch und Käse vielleicht machen. Ach ja, irgendwie sowas. Ich glaube, sowas würde ich richtig cool finden. Welche Buchideen hattest du selbst schon für eigene Werke und welche Genre würden sie angehören? Ich habe unheimlich viele Ideen, aber ich habe nie die Motivation und besonders nicht das Durchhaltevermögen, irgendwas vollständig auf Papier zu bringen. Wenn ich etwas schreiben würde, würde ich vermutlich in allererster Linie ein Kinderbuch schreiben. Und vielleicht würde ich mich dann auch an Fantasy wagen und vielleicht auch an New Adult. Aber vorrangig würde ich vermutlich ein Kinderbuch schreiben. Mit wem würdest du gerne mal ein Interview führen? Mit Ian Somerhalder tatsächlich. Aber ich kann kein Englisch. Deswegen könnte ich nur sagen, Hi, I love you. You're so hot. Ich könnte nicht mehr. Deswegen Interview führen. Ich wüsste nicht, mit wem. Ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht. Ich glaube. Wenn wir uns eine Autorin jetzt oder einen Autor überlegen müssten, mit wem ich jetzt ein Interview führen würde, dann tatsächlich vielleicht Marie Grashoff, weil ich der ihr Gehirn so spannend finde. Ich finde der ihren Schreibprozess irgendwie so spannend, wenn sie da was teilt. Das finde ich ganz aufregend irgendwie immer. Und ich finde halt einfach so ihr Gehirn toll. Ich meine, diese Ideen, die sie hat, also das musst du halt auch erstmal, also das muss dir erstmal einfallen. Finde ich ganz, ganz krass, ne? Also, wenn dann vielleicht das. Aber so an sich, so Interview führen, da gibt es ja Aaron. Aaron macht das gut. Ich glaube, ich bin da nicht die richtige Person dafür. Irgendwann hast du doch mal gesagt, dass es Bücher mit Dreiecksbeziehungen gibt, die du magst. Kannst du da welche nennen? Ja, aber nicht hier in dem Video, sondern ich werde da mal eine Videoreihe dazu machen und dann werde ich da mal ein paar meiner liebsten Bücher rauskramen, die eine Liebesdreiecksbeziehung haben. Wenn du eine Zeit lang in einer Buchwelt leben könntest, welche würdest du wählen und warum? Outlander und Harry Potter mal ausgenommen. Ja, also wenn du mir zwei meiner liebsten Sachen wegnimmst, dann hole ich mir die dritte liebste Sache, nämlich Mittelerde und Herr der Ringe. Dann gehe ich zu den Hobbits. Ich möchte ein Hobbit sein. Ich will in einer Höhle leben. Ja, also dann wäre es definitiv Mittelerde. Ganz, ganz klar. Wenn du an den kompletten Prozess eines neuen Buches denkst, schreiben, lektorieren, Layout gestalten, vermarkten und so weiter, was würdest du am liebsten übernehmen? Das Vermarkten, denke ich. Ich glaube, also ich kann nichts davon. Sind wir ehrlich? Also ich glaube nicht, dass ich schreiben kann. Ich glaube nicht, dass ich lektorieren kann. Layouts gestalten bin ich auch nicht gut, weil es hat was mit Computer zu tun. Und vermarkten, vielleicht, dass ich das über Instagram, TikTok und YouTube machen könnte, ne? Vielleicht. Das ist vielleicht auch das Einzige, was ich irgendwie gebacken bekommen würde. Deswegen würde ich mich dafür entscheiden. Bitte mehr Buchtipps mit coolen Protagonistinnen, ähnlich wie Banshee Livy. Selbstbewusste Frauen, die über sich selbst viel lachen und quirlig sind und einfach ähnlich zu Livy. Ja, auch da kann ich gerne mal ein separates Video machen. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten Fragen für dieses Video. Das Video ist wahnsinnig lang geworden, aber ich wollte wirklich alle Fragen mit reinnehmen. Und zwar, wie stehst du dazu, dass mitten in einer Reihe der Rest nicht mehr übersetzt wird oder das Format einer Reihe geändert wird oder die restlichen Bücher dann nur noch als E-Book erscheinen? Keine Ahnung, habe ich, glaube ich, noch nie gehabt tatsächlich. Aktuell habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass American Crown von Catherine McGee, glaube ich, nicht weiter übersetzt wird vom Fischer Verlag. Das wäre richtig ärgerlich, aber dann wäre es halt so. Ich meine, dann könnte ich sowieso nichts dran ändern.
Aber mich hat es tatsächlich noch nie betroffen, deswegen kann ich dazu irgendwie auch gar nicht so viel sagen. Wie stehst du dazu, dass Autoren mehrere Buchreihen gleichzeitig anfangen, statt erstmal eine Reihe nach der anderen zu beenden? Ach, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich lese ja auch parallel, ne? Also ich lese ja meistens auch irgendwas im Fantasy-Bereich und zusätzlich dann parallel etwas im Romance-Bereich, weil ich nicht permanent in einer Welt, in einem Genre die ganze Zeit sein möchte. Und ich denke, das geht Autoren dann auch so und dann sollen die das machen, wie sie denken. Und solange die Reihe weiter fortgesetzt wird und irgendwann dann in der nächste Band irgendwie erscheint, habe ich damit irgendwie nicht so ein richtiges Problem. Wie stehst du dazu, wenn Autoren in verschiedenen Genres schreiben, zum Beispiel New Adult und Fantasy, nur weil es sich gut verkaufen lässt, beziehungsweise vielleicht erwartet wird? Ja, keine Ahnung. Wird das denn wirklich erwartet? Das ist halt jetzt auch so eine Grundsatzfrage, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin nicht in dieser Autorenbubble. Ich weiß nicht, was von Autoren aktuell erwartet wird und nö, weiß ich nicht, ob sich das jetzt dann auch zwangsweise gut also, keine Ahnung, habe ich mir noch nie Gedanken dazu gemacht, wenn ich ehrlich bin. Habe nicht unbedingt das Gefühl, dass irgendeine Autorin da sitzt und sich sagt, boah, jetzt schreibe ich Fantasy, weil Fantasy verkauft sich gut. Also, entweder du hast Bock da drauf und hast eine Idee oder du hast halt keine, hätte ich jetzt pauschal gesagt, wie das jetzt tatsächlich dann wirklich ausschaut in so einem Autorenalltag. Und wenn die da zum Beispiel Agenten haben, die dann wirklich sagen, hey, du schreib mal irgendwie was im Fantasy-Bereich, das läuft momentan gut. Weiß ich nicht. Also da kenne ich mich einfach nicht aus. Und dann, wie gesagt, die letzte Frage. Autorinnen, die du nicht mehr lesen möchtest. Tja, weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht, ob das jetzt so eine Autorin oder einen Autor gibt, den ich auf gar keinen Fall mehr lesen möchte. Es gibt Autoren, die ich so grundsätzlich nicht lese, aber von denen habe ich noch nie irgendwas gelesen. Ja, das war es jetzt tatsächlich mit diesem super langen Q&A. Meine Stimme ist fast weg. Ich muss jetzt erstmal was trinken und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt in irgendeinem anderen Bereich oder irgendeine ergänzende Frage, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Wenn da genügend zusammenkommt, kann ich mir vorstellen, in den nächsten 3, 4, 5 Monaten nochmal so ein Video zu machen. Und ja, ich wollte mich an dieser Stelle nochmal bedanken für eure ganzen Fragen und dass ihr so fleißig getippt habt und dass ich jetzt dieses Video drehen konnte, ging natürlich jetzt auch nur wegen euch und wegen euren Fragen. Deswegen vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und ja, wenn ihr noch, wie gesagt, irgendwie ergänzend irgendwas wissen wollt oder eine Ergänzung habt zu einer Antwort, die ich geliefert habe, dann schreibt es, wie gesagt, unten in die Kommentare rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis bald.